Boah, ich glaube, ich gucke einfach noch mal weiter, ey. Ja. Ja, danke. Endlich fühle ich wieder was. Endlich fühle ich wieder was. Ja. Nur der Schmerz lässt mich am Leben. Bloß nicht angemacht. Oh nein, bitte nicht nochmal. Anmachen. Kann ich die Tür nicht auf... Ach, so geht das. Na, sag ich doch. Ja. Dann nicht so. Ah, guck mal. Strom angemacht. Wow, Alter, hier ist was, Mann. Ja, der Geist. Ja, Bruder, ich weiß nicht. Aber ja, du weißt ja selber, ich sag's halt trotzdem im Stream. Schön, dass du da warst. Weißt du selber, muss ich nicht sagen. Aber ich sag's nochmal, Kuss auf Nuss, Kuss auf deine Lippen, also auf die Dingslippen und alles von dir. Weil Liebe. Geh zur Seite! Ich habe vorhin den zweiten Platz geschafft. Das muss ich jetzt hier ganz stolz. Den zweiten Platz. Muss sie wegschmeißen. Mann! Matze! Mann! Hör doch mal auf! Ehrlich, ich bin kurz davor, mich auch auf dem Bett zu legen und meinen Arsch in die Kamera zu halten. So kurz davor bin ich. Vielleicht ist es viewbotted, ich weiß es nicht, aber ich glaube eher, die Views sind da, weil der Channel überall empfohlen wird. Ich glaube, das ist es halt. Das wollen wir sehen. Weiß ich nicht, ob wir es sehen. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. The rush. Oh, Chlamydia. Oh, mein Gott. Boah, halt's Maul. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Mir. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du mich mehr lieben würdest, würdest du nicht so frech lügen. Hast du darüber nach? Das ist ein Mittelfinger? Ist das ein Ausdruck von Liebe? Ach so, das wusste ich nicht. Dann zeige ich dir zwei Mittelfinger. So. Frech. Kommt die einfach rein und sagt, sie liebt mich. Die denkt wohl auch, die kann sich alles erlauben. Ich muss die Zügel mal wieder enger ziehen. Leute, ist ja noch dunkel wie im Bernarsch hier. Ich habe nur gar nicht Obacht gegeben, was die Frau im Morgenmantel anhatte. Hätte mich schon interessiert. Ah! Ah! Okay, komm her! Komm her! Ah! Nee. Oh mein Gott! Der Affe griff mich! Rett mich! Oh mein Gott! Deine Stimme ist so quietschend, no hate. Du hast so Schiss auf meine Reaktion wegen dieser Aussage, weil du ganz genau weißt, dass diese Aussage eigentlich irgendwie total dämlich ist, dass du schon von selber aus sagst, in Klammern No Hate, als Entschuldigung dafür, beziehungsweise so als für dich Ausrede, dass man dir das ja jetzt nicht böse auslegen kann, weil du hast ja geschrieben No Hate. Aber allein, dass du No Hate schreibst, sagt mir eigentlich schon von Anfang an, dass du ganz genau weißt, wie dämlich diese Aussage ist und wie unnötig und dass du die eigentlich hättest auch für dich behalten können. Also, Evanna Reen, weiß ich nicht. You know I'm not a fool. Soll ich springen?